Sehr schön. Genau. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem Webinar. Wie eingangs gesagt, stellen wir den Eingangsrechnungsprozess vor und das Verarbeiten von Gutschriften. Ich freue mich auch, dass ich heute Christoph und Martin begrüßen kann von unserem Kunden Humanitech, die sich die Zeit genommen haben, so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie bei Ihnen in der Company der Eingangsrechnungsprozess vor der Einführung von Spenders aussah, wie der Eingangsrechnungsprozess heute aussieht. Und ich freue mich auch, dass Markus mit an Bord ist, unser Product Manager, der euch auch noch ein bisschen mehr Insights geben wird zu unserem Feature der Credit Notes oder der Rechnungskorrekturen, das seit März, Anfang März live gegangen ist. Genau. Martin und Christoph werden sich gleich auch nochmal separat vorstellen. Nochmal kurz zu dem Ablauf, wer heute noch kein Webinar bei uns besucht hat. Ihr könnt im Chat eure Fragen stellen. Ich habe noch zwei Kollegen im Hintergrund, Florian und Paula, die gerne eure Fragen dort beantworten werden. Am Ende stellen wir euch auch die Aufzeichnung dieses Webinars gerne zur Verfügung. Und wir freuen uns natürlich auch auf euer Feedback. Also nochmal der kurze Ablauf hier unserer Agenda. Und jetzt, genau, geht es eigentlich auch schon vor mit der Vorstellung von Christoph und Martin, die euch gerne erzählen werden, wer sie sind und warum sie heute hier auch mitmachen bei unserem Webinar. Und genau, Christoph, Martin, stellt euch gerne mal kurz selber vor. Sehr gerne. Vielen Dank dir, Robert. Schön, dass wir hier sein können. Ich bin Christoph, Co-Gründer und COO von Humanitech. Wir sind zur Company, sage ich gleich noch ein bisschen was. Zu mir selbst. Ich war derjenige, der bei Humanitech als COO Spendesk eingeführt hat. Ich glaube, 2022 war es. Und seitdem sind wir kontinuierlich dabei, die Nutzung von Spendesk auch weiter auszubauen. Ich habe vorher unter anderem für McKinsey gearbeitet, für 5 Jahre als Project Manager, habe bei Xing eine Business Unit geleitet und bin seit 5 Jahren Co-Gründer von Humanitech. Ich bin Martin, bin seit Oktober bei Humanitech dabei als Head of Operations und unterstütze da auch den Christoph tatkräftig in der gesamten Breite, die der Operations-Bereich so mit sich bringt. War sehr erfreut, dass, wie ich hier angefangen habe, Spendesk schon implementiert gewesen ist, weil ich bei einem vorigen Arbeitgeber auch schon dabei sein durfte, wie wir Spendesk eingeführt haben. Da war das allerdings noch ein bisschen kleiner alles. Genau, und freue mich jetzt auf die Session. Super, ja, schön, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt, auf jeden Fall. Ja, Humanitech und Spenders, wir arbeiten, Christoph, du hast es richtig gesagt, seit Februar 2022 zusammen. Ja, ihr habt mehrere Entitäten, die wir auch über Spenders abbilden. Wir haben noch eine Limited und eine Inc. Die Limited haben wir erst vor kurzem jetzt auch auf Spenders abgebildet. Ihr lauft über unseren Scale-Plan. Ihr bildet so im Monat um die 400 bis 500 Transaktionen über Spendesk ab, nutzt auch alle Zahlungsmöglichkeiten. Darauf kommen wir aber später noch zu sprechen. Vielleicht könnt ihr ja den anderen Teilnehmern einfach mal einen kurzen Einblick geben. Was macht ihr genau? Was macht Humanitech? Ja, erzählt einfach mal frei von der Leber. Genau, sehr gerne. Also mit Humanitech sind wir dabei, den Softwareentwicklungsprozess eine Stufe weiterzutreiben. Und zwar arbeiten wir vor allem auf dem Bereich der Continuous Delivery. Wir bauen, was wir einen Platform Orchestrator nennen, sehr technisches Produkt. Aber am Ende produktisieren wir den Schritt der Continuous Delivery, also des Teils, in dem, was auch immer die Softwareentwickler gebaut haben, der tatsächlich seinen Weg auf die Infrastruktur findet, auf der es nachher betrieben wird. Und da sind wir seit 2018 dran. Waren im Februar 2022 noch ungefähr 20 Leute, sind jetzt über 60 Leute, sind fully remote. Wir haben also kein Office, kein physisches Office, haben Leute auf der ganzen Welt verteilt. Und das war auch einer der Gründe, warum wir nach einer Lösung gesucht haben, die eben auch ohne physisches Office und ohne eine Postadresse für Eingangsrechnungen und so wirklich funktioniert. Und einer der Gründe dafür, dass wir Spendesk eingeführt haben 2022. Super, vielen Dank. Umso mehr euch anzurechnen, da ihr fully remote arbeitet, dass ihr den Weg in unser Berliner Office geschafft habt. Ihr sitzt nämlich nur einen Raum weiter. Wir können uns quasi sehen. genau. Wir wollen ja heute ein bisschen so über den Eingangsrechnungsprozess bei Spenders sprechen.
wie der genau aussieht. Ganz interessant ist es, glaube ich, auch für euch, die hier mit teilnehmen an dem Webinar, wie so ein Prozess, oder ihr habt es vielleicht auch selber erlebt, wie der mal aussah, bevor man Spendless eingeführt hat und wie er dann optimalerweise auch aussieht, wenn man denn Spendless eingeführt hat. Darum wäre es ganz wichtig oder ganz interessant, aus eurer Sicht zu hören, wie sah denn der Prozess aus, bevor ihr Spendless eingeführt habt? Wir haben ja auch ein tolles Zitat, ich glaube, Christoph, das hast du sogar mal in einem Call genau so gesagt, darum habe ich das mal so zitiert, es herrschte absolutes Chaos. Was für ein Chaos herrschte denn bei euch vor? Ja, das stimmt, das Zitat. Also in der Tat, wir haben gestartet, wie bestimmt jedes Startup startet, ganz klein mit ein paar Leuten, keine dedizierten Finanzverantwortlichen natürlich. Und was macht man? Man eröffnet ein Konto bei einer großen deutschen Bank und lässt sich dann auch 2, 3 Kreditkarten geben und fängt mal so an. Und als ich die Finanzprozesse übernommen habe, da herrschte tatsächlich totales Chaos. Also es gab natürlich Eingangsrechnungen, aber wie die ihren Weg in die Buchhaltung fanden, war nicht ganz klar. Ich erinnere mich, dass ich jeden Monat, Ende des Monats da saß mit einem langen Ausdruck von unserer Hausbank und dann anhand der Überweisung versucht habe nachzuvollziehen, welche Rechnung jetzt an wen wann bezahlt worden ist. Und dann bin ich halt auf die Jagd gegangen und habe von Mitarbeitern oder auch physisch angefangen, nach Rechnungen zu suchen, um dann unseren DATEV-Upload entsprechend hinzukriegen und eben zu jeder Zahlung auch den Beleg zu finden. Das hat mich bestimmt 2 Tage im Monat gekostet. Neben den Sicherheitsrisiken, die du natürlich hast, wenn du irgendwie mit 3 Kreditkarten hantierst, deren Pins und Nummern du irgendwie weit verteilst, da haben wir angefangen. Und das hat mich sehr frustriert zu dem Zeitpunkt. Ja, also ich glaube, du beschreibst so ein Use Case genau, den irgendwie viele Kunden auch von uns, von denen die berichten, bevor Spendless eingeführt wurde. Ihr wart oder seid mit, wart mit dem Problem nicht alleine. Interessant wäre es zu wissen, ab welchem Zeitpunkt ihr euch denn entschieden habt, dann wirklich Spendless einzuführen. Ihr könnt da nochmal genauer darauf eingehen. Wir haben das hier auch auf der Slide, dass ihr mal angefangen hattet mit Get My Invoices, so ein Tool einzuführen, was dann aber auf lange Sicht oder als ihr dann gewachsen seid, dann auch nicht optimal war für euren Nutzen oder um wirklich alle Invoices darzustellen. Genau, also wir haben angefangen, also ich habe dann angefangen zu sagen, es kann ja sein, dass ich jeden Monat da sitze und versuche, diesen ganzen Belegen hinterher zu laufen. Und natürlich waren auch alle anderen genervt, die ich jeden Monat angeschrieben habe und nach irgendwelchen Belegen gefragt habe. Und insofern habe ich mich umgeschaut und geschaut, was gibt's an Tools, um erstmal nur Belege einzusammeln, um tatsächlich mal sicherzustellen, dass die Belege, die überall auflaufen, zum Teil physisch, zum Teil aber auch digital, zum Teil auch digital ohne E-Mail-Versand zum Download, gibt ja auch eine ganze Menge Tools, wo man die Rechnungen gar nicht unbedingt zugeschickt bekommt, sondern sie sich selbst runterladen muss. Und habe mich damals für Get My Invoices entschieden, um zumindest mal diesen Prozess des Zusammensuchens der ganzen Belege und Rechnungen deutlich zu vereinfachen. Und das hat ehrlicherweise so lange gut funktioniert, wie ich der Einzige war. Und bei 20 Leuten konnte ich jede Zahlung überblicken. Da wusste ich irgendwie, was wo bezahlt wird. Wir waren da bei ungefähr 80 bis 90 Belegen im Monat. Also nicht bei den 400 bis 500, wo wir jetzt sind, sondern bei einer überschaubaren Zahl. Ich wusste im Kern, was wo ausgegeben wird und konnte deshalb auch die entsprechenden Rechnungen einsammeln. Da fehlten am Ende des Monats immer ein paar. Aber ich war sozusagen alleine dafür verantwortlich, diese Rechnungen zusammenzustellen. Das hat schon mal die Zeit deutlich verkürzt, die ich jeden Monat gebraucht habe, um diesen Prozess zu managen. Das hat aber in dem Moment aufgehört zu funktionieren, wo wir gesehen haben, dass wir von 20 auf 50, 60, perspektivisch vielleicht auch mal 100 Leute wachsen und man diese Verantwortung und ich diese Verantwortung für das Bereitstellen der Belege tatsächlich auch an die entsprechenden entweder Mitarbeiter oder Teamleads weitergeben wollte. Aus 2 Gründen. Zum einen natürlich, um mir selbst Arbeit zu sparen, da bin ich ganz egoistisch. Aber zum anderen natürlich auch, weil die Teams natürlich auch eine Transparenz darüber haben sollen, welche Rechnungen eigentlich auflaufen, was schon bezahlt ist, was noch nicht bezahlt ist, um dafür ein Gespür zu schaffen im Team, war es mir auch ganz wichtig, diesen Prozess eben in die Breite zu verteilen. Und das war so Anfang 2022, ich erinnere mich, sagen wir im Januar 2022, ich habe angefangen, verschiedene Lösungen anzuschauen und habe mich dann letzten Endes für Spendesk entschieden. Was eine gute Entscheidung war.
So. Das musstest du jetzt sagen, Robert. Das war jetzt eine Steilvorlage, die musste ich aufnehmen. Ja, aber auf jeden Fall sehr interessant, das zu hören. Nochmal, wie auch der ganze Prozess war, auch die Entscheidungsfindung bei euch, die dann wirklich dazu geführt hat, sich für Spendless zu entscheiden. Es waren ja auch so ein paar Punkte, die euch wichtig waren bei der Entscheidung. Also ihr habt euch ja sicherlich auch noch andere Tools angeschaut, bevor ihr euch dann tatsächlich für Spendless entschieden habt. Was waren euch denn so die wichtigsten Punkte bei der Implementierung dann auch letzten Endes von Spendless? Also ein ganz wichtiges Kriterium waren definitiv die virtuellen Kreditkarten, um einfach dieses Risiko der drei Hausbankkreditkarten zu beheben und auch da eben einzelne Kreditkarten für einzelne Anwendungsfälle definieren zu können. Aber ich wollte auch kein Tool einführen, das eben da endet, das eben tatsächlich nur virtuelle Kreditkarten zur Verfügung stellt, aber den ganzen anderen Teil der Rechnungen, der zumindest mal in Deutschland immer noch eine große Rolle spielt. Es gibt eine ganze Reihe Tools, die wir bis heute nicht über Kreditkarten abbilden, sondern über Eingangsrechnungen, der diesen Teil eben auch mit abbildet. Und da war Spendesk eine der Lösungen, die mir da sehr gut gefallen hat, auch wenn man zu dem Zeitpunkt, wo ich mich entschieden habe, Spendesk einzuführen, den Bezahlungsprozess für Eingangsrechnungen noch nicht über Spendesk anstoßen konnte. Also zu dem Zeitpunkt musste man tatsächlich irgendwie alles runterladen und dann in der Hausbank wieder hochladen, als Zahlungsauftrag oder manuell eingeben. Aber trotzdem war schon erkennbar, dass ihr daran arbeitet, diesen Prozess eben auch zu vereinfachen. Und ich wollte halt am Ende eine Lösung haben, die für alle Arten von Rechnungen, zumindest mal für alle Arten von Eingangsrechnungen funktioniert. Ja, genau, nee, super. Ich glaube, Martin, wir hatten gestern auch nochmal einen Call, wo du das auch angesprochen hattest, dass du so ein bisschen miterlebt hast, seit du jetzt auch bei Humanitech arbeitest, wie wir uns auch weiterentwickeln und wie ihr wirklich mit der Zeit seht und wir uns natürlich auch stetig versuchen, weiter zu verbessern, euer Feedback, gerade wir CSMs von euch Kunden aufnehmen, das dann auch an jemanden wie Markus aus dem Product Team weitergeben und dann wirklich versuchen, uns stetig zu verbessern und dann zum Beispiel jetzt auch die Möglichkeit haben, seit längerem dann Eingangsrechnungen direkt aus dem Spendless Wallet zu zahlen oder halt auch seit März die Gutschriften darzustellen, wo dann auch der Markus später noch ein bisschen was dazu erzählen wird. Genau, und da gibt es halt noch ein paar andere Feature, die auch wichtig waren. Das eine ist natürlich, dass man irgendwie einen Purchase-Order-Prozess sauber durchziehen kann, sodass man Zahlungen eben auch oder Budgets auch freigeben kann. Dann die Budget-Funktionalität an sich, die ist jetzt nicht 100% richtig in allen Fällen. Das liegt aber daran, dass einige Rechnungen nicht richtig gebucht werden. Aber man kann den Teams trotzdem sehr, sehr leichtgewichtig, ohne dass man die ganzen Buchhaltungsdaten tatsächlich anzapfen muss, mal sagen, wo sie eigentlich in ihrer Budgetausschöpfung stehen pro Monat. Also da ist ja auch viel passiert über die letzten Monate bei euch, das übersichtlicher und einfacher handhabbar zu machen. Auf jeden Fall, du sagst es. Ja, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie es vorher aussah, euer Prozess, der Eingangsrechnungsprozess vor allem. Wie sieht denn der Prozess jetzt nach der Einführung von Spendesk aus? Martin, ich glaube, du erzählst uns da mehr zu. Ja, sehr, sehr sauber und sehr ordentlich natürlich. Was ich auch noch hinzufügen möchte, ist die Übersicht. Also ich finde schon, dass die Art, wie man Rechnungen, Dokumente auch immer wieder gleich sehen kann, vergleichen kann, auch sehen kann, bei welchem Status bin ich gerade oder bis wohin wurde das schon bearbeitet, wann wurde was gemacht, wann wurde was approved, das ist alles immer auf einen Blick einzusehen. Und gerade wenn es eben um Rechnungen geht oder eben auch um Erstattungen für Mitarbeiter, dann ist das an der Übersichtlichkeit kaum zu überbieten und ich kann eben auch sehr leicht, wenn ich jetzt jemandem hinterherlaufen muss, ja, da die Rechnung, das ist leider nur eine Auftragsbestätigung, keine richtige Rechnung, wie man sie ja in Deutschland wieder braucht, oder irgendwas ist unleserlich, weil es schlecht abfotografiert ist. Ich kann das immer sehr schnell dann auch jemandem nochmal zeigen und rauskramen, bis hin natürlich auch zu den Posten, wo auch noch Belege fehlen. Das ist einfach top, super, schnell verständlich für jeden. Also wenn ich dann einfach sage, hier, der und der Posten, einen Screenshot mache, da fehlen noch drei Rechnungen, dann weiß die Person auch gleich, ja, das war der und der Vendor. Das erlebe ich im Alltagsgeschäft als ein sehr großes Plus. Jetzt bei dem Eingangsrechnungsprozess, ich glaube, dass der No-Brainer, der immer sehr wichtig ist bei der
bei dieser ganzen Angelegenheit ist, eine Rechnungs-E-Mail-Adresse einzuführen. Die haben wir auch, also ein Invoices oder Invoice at Humanitech in dem Fall, wo dann auch mehr als eine Person reinschauen kann und die man dann aber auch gewissenhaft natürlich an Dienstleister und Vendoren auch entsprechend verteilen muss, damit die das auch wissen, dass sie da die Rechnungen hinschicken. Aber da kommen die Rechnungen rein. Und dann kann ich sie natürlich mir anschauen, runterladen und dann als PDF oder JPEG, gibt ja sehr viele Formate, die mittlerweile angenommen werden, dann als Rechnung hochladen, einpflegen. Das System erkennt ja auch sehr viel schon. Ich weiß, ihr habt auch es gibt auch die Möglichkeit, dass ich die Rechnungen einfach per E-Mail natürlich an Spendesk weiterleite. Das ist jetzt nicht so, ich bin da schon zu lange in dem anderen Prozess drin gewesen, dass ich die Sachen immer erst runterlade und dann einlese. Also das nutzen wir so nicht. Ansonsten kann man natürlich auch immer Belege noch weiterleiten. Das wird auch genutzt. Und und wenn die Rechnungen dann im System sind, dann gehen sie durch die Approval-Prozesse, wie wir sie festgelegt haben. Das schafft natürlich auch weitere Sicherheit und Ordnung im Finanzhaushalt des Unternehmens. Und dann bis hin natürlich zu den Zahlungen. Und das über das Wallet direkt bezahlen zu können, das macht es schon sehr einfach, weil ich sehr angenehm Termine, also ich sehe die Zahldaten oder die Fristen mit den Rechnungen, je nachdem, wie ich sie ja auch entweder der Rechnung entnehmen kann oder selber dann auch setze, und kann zum Beispiel jeden Montagmorgen schauen, welche Invoices sind denn diese Woche fällig zum Bezahlen. Dann kann ich die alle schon mal anklicken. Ich muss die aber nicht alle gleich am Montag auszahlen. Wenn ich weiß, die eine ist am Freitag, dann klicke ich halt den Donnerstag an. Wir machen hier alles oder sehr viel mit Vier-Augen-Prinzip. In dem Fall geht das dann an den Christoph nochmal zur finalen Bestätigung. Aber insofern können wir zum Wochenstart eigentlich alles, was wir zahlen müssen, schon für die Woche klären und abhaken und müssen uns dann auch keine Gedanken mehr drüber machen. Und sollte jemand dann eine Frage haben, einer der Vendoren, was ist denn, haben wir die Rechnung schon bezahlt oder eine Erinnerung kommt, dann kann ich das hier immer auch nochmal nachsehen, wo die im Prozess gerade stehen. Also das ist schon enorm komfortabel. Leider geht es natürlich noch nicht, gerade wenn man auch im Ausland viele Partner hat, mit allen Zahlwegen, da müssen wir noch hin und wieder auch ausweichen auf andere Zahlungsmethoden. Wir haben da auch einen Wise-Account, um Rechnungen in den USA in US-Dollar begleichen zu können, beispielsweise. Oder eben dann auch mal klassisches Global Payment Plus über eine große deutsche Bank. Aber das sind mittlerweile die Ausnahmen. Also der Großteil unserer Zahlungen geht direkt über Spendesk raus. Und das ist natürlich auch ein Punkt, den hat der Robert fast zu klein gehalten vorhin. Wir haben ja noch eine Entity in den USA und eine seit ein paar Monaten in Großbritannien. Und den Komfort, an den wir uns da schon gewöhnt haben, der läuft jetzt auch nahtlos da in den anderen Entities weiter. In den USA ist Zahlungsverkehr generell ein schwieriges Thema. Jeder, der sich damit auskennt, wird das sofort bestätigen können. Aber in Großbritannien können wir auch die Auslagen unserer Mitarbeiter über das Wallet bezahlen. Das geht einfach schnell, das ist transparent, das macht die Mitarbeiter glücklich. Also da das viel Positives drin. Super, ich glaube, du hast den Prozess einmal super beschrieben, wie er aktuell bei euch läuft. Vielen Dank dafür, Martin. An die Teilnehmer, ihr könnt auch gerne schon eure Fragen, wenn ihr auch Fragen direkt habt, an Martin oder Christoph in den Chat stellen. Wir würden jetzt quasi zum zweiten Part übergehen, wo Markus aus unserem Product-Team mehr zu unserem Feature erzählen wird, was seit März, korrigiere mich, Markus, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, seit März ist das live, die Rechnungskorrekturen. Und genau. Der Markus erzählt euch ein bisschen mehr dazu. Vielen Dank, Robert. Genau, seit März ist es live. Also, wie Robert schon gesagt hat, mein Name ist Markus, bin Product Manager fürs Finance Accountant Squad, also für den Finanz- als auch Buchhaltungsteil des Spenders zuständig. Und ich habe das Vergnügen, heute vorzustellen, was wir im März schon released haben, und zwar das neue Feature Rechnungskorrekturen, was eine Weiterentwicklung vom ganzen Modul Eingangsrechnungen ist. Der Fokus von dem, was ich heute vorstellen werde, ist einfach zu zeigen, was sind die Use Cases, die wir mit dieser ersten Version abbilden können, und werde euch kurz auch
ja, aus dem Produkt ein paar Screenshots zeigen. Viele haben es vielleicht schon genutzt. Also um euch nur eine Idee zu geben, wir haben fast schon 1000 Kunden, die dieses Feature wirklich aktiv genutzt haben, also einen dieser drei Use Cases umgesetzt haben. Aber genau, werde trotzdem jetzt hier nochmal besprechen. Wenn ich jetzt diese drei, um vielleicht auch kurz zu erklären, wie wir zu diesen drei Use Cases gekommen sind, wir haben natürlich sehr intensiv mit, ich glaube, sind knapp an 20 Kunden, mit denen haben wir sehr intensiv gesprochen hinsichtlich ersten Discovery Call, als auch dann Prototypen gezeigt auch von ersten Lösungen und waren dann eben in der Lage, diese drei Use Cases zu identifizieren. Der erste wäre, dass ich eine Ursprungsrechnung habe und auf Spendesk habe und dann dazu die Rechnungskorrektur auch bekomme und sozusagen den Anwendungsfall habe, dass ich direkt Rechnungskorrektur von der Rechnung abziehen kann. Das heißt hier, danke Robert, bist schon weitergesprungen. Das sehen wir gleich in einem Interface. War nämlich jetzt nicht super kreativ. Da sieht man oben erstmal eine Rechnungskorrektur von Spendesk und unten dann eine Rechnung von Spendesk. Und in diesem Fall, das ist der einfachste Fall. Ich habe beide Positionen im gleichen Schritt. Ich kann von diesen 142,80 € direkt Gebrauch machen. Hier habe ich diese erste Option auf Spendesk, wo ich dann, wenn du eine Slide weitergehst, sieht man das dann auch gleich, wo ich dann diese 142 € eben von dem unteren Posten hier abziehe. Das heißt, wir sind jetzt einen Schritt weiter gesprungen und man sieht jetzt hier auf der Rechnungsebene, das sind nicht mehr 240 € zu zahlen, sondern nur noch 97,20 €. Das heißt, wir auf der Zahlungsebene haben sozusagen direkten Impact auf den Betrag dieser Rechnung. Das heißt, wenn dann auch wirklich bezahlt wird über Spendesk, gehen auch nur diese 97,20 € raus. Auf der Buchhaltungsseite ist es sehr simpel. Ich habe zwei Linien, zwei Einträge, da wird nichts zusammengefahren. Ja? Also da werden zwei Linien nicht zu einer, sondern es sind zwei individuelle Linien natürlich, wo ich einmal die Rechnung habe und einmal die Rechnungskorrektur, die individuell buchhalterisch erfasst werden müssen. Genau. Der zweite Anwendungsfall, wenn wir jetzt nochmal weitergehen, den wir identifizieren konnten, war, dass es natürlich auch Fälle gibt, wo ich sage oder beziehungsweise wo ich die Rechnung, die sozusagen die Ursprungsrechnung war, zum Beispiel schon bezahlt worden ist. Das heißt, ich kann nicht diesen ersten Anwendungsfall machen, wo ich die Rechnungskorrektur direkt auf die Rechnung anwende, bedeutet, ich kann sie aber speichern. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich hier sagen kann, ich nehme diese 142,80 € und speichere die auf dem Niveau Lieferant Spendesk, sodass mich Spendesk bei einer neuen Rechnung daran erinnert, dass die 142,80 € gespeichert sind, die ich sozusagen auf die nächste Zahlung anwenden kann. Ja, das ist der zweite Use Case, den wir identifizieren konnten. Das heißt, wenn du weitergehst, Robert, dann hätten wir jetzt hier dieses Beispiel, wo ich sozusagen dieses Speichern angeklickt habe als Aktion und ich jetzt sagen wir, ich bekomme jetzt wieder eine Rechnung von dem gleichen Lieferanten und dann hätte ich hier unten, bevor ich dann bestätigen klicke, diesen Hinweis von Spendesk, wo eben steht, sie haben ein verfügbares Guthaben, will ich das jetzt hier anwenden direkt auf diese Rechnung oder nicht. Genau, das ist Anwendungsfall Nummer 2 und wenn wir jetzt mal weitergehen, wir waren auch in der Lage, dann noch einen dritten Use Case zu identifizieren und überraschenderweise ist das auch der am meisten genutzt wird aktuell von Kunden. Das ist der Fall, dass ich die Rechnungskorrektur direkt vom Lieferanten erstattet bekomme. Das heißt, hier kann ich nicht die Rechnungskorrektur auf eine Rechnung anwenden oder sie für die Zukunft speichern, weil ich entweder direkt mit dem Lieferanten ausgemacht habe, dass mir dieser diese 142,80 € direkt überweist oder er macht es automatisch, ja, und ich kriege das schon automatisch auf mein Konto. Und hier kann ich das eben als erstattet markieren mit dieser letzten Option, sodass ich genau diesen Anwendungsfall auch abbilden kann. Genau. Und das wären die drei Anwendungsfälle von Rechnungskorrektoren. Genau. Von meiner Seite. Super, danke dir, Markus. Ich sehe auch, dass wir noch Fragen haben von der Kerstin. Zum Beispiel, warum kann nur eine Gutschrift einer Rechnung zugeordnet werden?
Ja, jetzt muss ich mich anmuten. Also, wie gesagt, das war unsere erste Version dieses Features. Wir mussten natürlich gewisse Entscheidungen treffen hinsichtlich, wie wir den Scope von diesem Feature, also was sozusagen die Prioritäten sind für diese Version 1. Es war etwas, das wir auch schon in Gesprächen erfahren haben, dass wir sozusagen, dass es einen Bedarf gibt, mehrere Credit- oder Rechnungskorrektionen einer Rechnung anzuhängen, aber das haben wir nicht priorisiert für die Version 1. Das ist etwas aber, was ich versichern kann, schon mehrfach wieder als Feedback aufgetaucht ist. Das heißt, das ist von der Priorität einer Iteration schon weiter oben dran. Jetzt ist natürlich die Frage, und ich denke, Robert, ihr habt ja immer diese Diskussionen, wir geben immer Kunden Roadmaps raus, einmal im Quartal, die dann auch mit Kunden geteilt werden können. Was ich sagen kann, für dieses, also für das nächste Quartal, ist es nicht ein Thema, was wir sozusagen angehen werden. Aber ich habe schon gelesen, dass es für zukünftige Quartale ein Kandidat sein könnte, um hier eine Iteration zu machen an diesem Feature. Genau, ansonsten erfahrt es, wie Markus auch sagte, könnt ihr auch gerne uns als CSM-Zimmer ansprechen. Sobald wir auch Infos bekommen aus dem Product-Team, geben wir das immer gerne weiter an euch auch natürlich. Wir haben auch noch eine Frage von Katjana, die ist, glaube ich, an euch gerichtet, Christoph und Martin. Wie funktioniert es bei euch mit per diem-Auslagen von Mitarbeitern, die im Ausland leben? Habt ihr die Fälle denn überhaupt, Christoph, Martin? Ich glaube, die Rückfrage wäre dann eher, wie das jetzt definiert ist. Also Mitarbeiter, die im Ausland leben, unterliegen ja dann auch anderen Regelungen, was per diem-Aussagen angeht. Vielleicht kann man das nochmal eingrenzen, wie das gemeint ist. Also Mitarbeiter, die wir in Großbritannien haben, die sind in Großbritannien und insofern haben die dann auch keine per diem-Auslagen. Und es gibt in Großbritannien, ist das in der Rechtsprechung mit dem Anspruch auf Tagespauschalen oder Verpflegungspauschalen auch wieder ein anderer als jetzt in Deutschland. Wir versuchen das als Unternehmen sozusagen fair für alle Mitarbeiter gleichmäßig zu verteilen, dass also ein Mitarbeiter, der für Humanitech unterwegs ist, bis zu einem gewissen Betrag natürlich auch sich verpflegen kann und diese Rechnungen dann entsprechend einreicht. Und wir machen das dann ganz normal über das Expense Management in Spendesk, aber wir arbeiten sozusagen nicht mit der per diem-Funktion in Spendesk. Und die Mitarbeiter, die wir in Deutschland haben, die reisen so gut wie gar nicht, dass das auch bislang noch kein Thema war. Aber wir schauen uns das gerade auch erst näher an. Okay, ich glaube, die Antwort hat Katjana auch gereicht. Sie bedankt sich dafür. Dann haben wir noch eine Frage von Jens Peter. Wo finde ich auf Terminen für Zahlungen freigegebene, aber noch nicht bezahlte Eingangsrechnung? Markus, verstehst du die Frage? Ich verstehe sie jetzt nicht ganz. Ich muss noch mal lesen, wo finde ich auf Termin für Zahlung freigegebene, aber nicht bezahlte Eingangsrechnungen. Also ich würde die Frage so interpretieren, wo man eine Übersicht bekommt von sozusagen validierten Rechnungen aus Finance-Sicht, die sozusagen in Zukunft zu zahlen sind. Und da haben wir einen eigenen Tab, also bei Eingangsrechnungen überprüfen heißt es, glaube ich, auf Deutsch, ist der erste Step, ne, wo ich sozusagen die Rechnungen validiere. Und wenn die dann validiert sind, habe ich sozusagen einen zweiten Prozessschritt auch in auf der Plattform, wo ich sozusagen diese ganze Liste habe an Rechnungen, die in Zukunft anfallen und die ich dann eben auslösen kann von der Zahlung. Genau. Wir haben noch eine Frage von Sebastian Rudolf. Spielt ihr alle Eingangsrechnungen in Spendesk ein, auch wenn sie nicht über Spendesk bezahlt werden können? Macht ihr das? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Tun wir, in der Tat. Und wir nutzen DATEV zumindest mal für die deutsche Buchhaltung in der Kommunikation mit unserem externen Buchhalter. Und das ist aus meiner Sicht auch sehr wichtig, damit man eben, wie ich eingangs auch gesagt habe, wirklich alle Rechnungen in einem System hat. Und das heißt zum Beispiel auch, dass wir Rechnungen da in Spendesk einspielen, die per Banklastschrifteinzug, sowas gibt es ja in Deutschland auch noch, die per Lastschrifteinzug direkt bezahlt werden.
einfach um die Vollständigkeit zu haben und außerdem um sicherzustellen, dass wir alle Rechnungen dann auch gebündelt an DATEV übertragen können. Denn die DATEV-Schnittstelle von Spendesk funktioniert ja sehr gut. Und dann hat dann sozusagen alles in einem System drückt. Wir machen es wöchentlich, also einmal die Woche, jeden Freitag auf Export in DATEV, stellen die Belege dann in DATEV bereit, sodass unser externer Buchhalter jeweils am Montag die Belege der vergangenen Woche einfach abarbeiten kann. Und damit haben wir eine vollständige Übersicht über alle Rechnungen in Spendesk. Das ist sehr praktisch. Oh, super. Ansonsten, Sandra, du hast noch eine Frage gestellt. Da würde ich vorschlagen, dass der entsprechende CSM sich das mal individuell mit dir anschaut im Account. Ansonsten haben wir noch weitere Fragen. Sebastian, ja, hat sich bedankt. Leonie, würde es noch interessieren, wie euer Approval-Prozess aussieht bei den Eingangsrechnungen? Also wir haben da gemäß unserem Organigramm Leiter oder Führungspersonen in bestimmten Abteilungen und da, wo halt dann die Zuständigkeit hinfällt, wird dann mit approved. Also jetzt sehr, sehr vereinfacht als Beispiel eine Marketingausgabe jetzt im Bereich Performance-Marketing, Anzeigen online schalten, wird dann über virtuelle Kreditkarte zum Beispiel von einer Mitarbeiterin bezahlt. Aber der Approval-Prozess geht dann über den Leiter unseres Marketing-Teams. Also der muss dann diese Karte mit approven. Und wir haben für jeden Approval-Prozess immer noch entweder den Christoph oder mich mit dazu geschaltet. Das ist natürlich, wenn jemand mal im Urlaub ist oder so, dann der Prozess nicht hängt, dass da noch ein zweiter mit reinschauen kann. Aber dadurch ist das in den Strukturen sozusagen an die, auch wenn sie flach sind, die Hierarchien, aber an die Hierarchien angelehnt. Habt ihr in euren Approval-Workflows auch noch gewisse Schwellenwerte hinterlegt? Oder nutzt ihr die gar nicht, die Funktion, dass man quasi noch sagt, ab 10.000 Euro soll Person X nochmal genehmigen oder über 100.000 dann Person X, Y, Z? Also das, da ich das ja primär mit dem Christoph gemeinsam mache und der Christoph hier als CEO und Co-Founder agiert, wir sprechen quasi über jede Rechnung, die irgendwie außergewöhnlich ist. Und insofern kann man, wenn man so will, das als eine weitere Schranke bezeichnen. Aber haben wir sonst formal nichts hinterlegt. Ja. Super. Ja, danke für die Antwort. Leonie, da würde ich sagen, was hat sie nochmal? Wo kann ich denn beispielhaft zum Testen in Spendesk einen Approval-Workflow für die Eingangsrechnung erstellen? Also du hast die Möglichkeit, in deinem Account Approval-Flows zu hinterlegen unter dem Freigaberouting, Einstellung Freigaberouting und dann kannst du auch testweise gewisse Approval-Flows hinterlegen. Wenn du da Hilfe brauchst, dann können wir das gerne dann auch nochmal in einem persönlichen Termin uns gemeinsam anschauen. Ja, ansonsten würde ich sagen, wenn wir keine weiteren Fragen haben, dass ich mich auf jeden Fall bei euch bedanke, Christoph, Martin. Danke für die Eindrücke und Einblicke bei euch bei Humanitech. Vielen Dank auch Markus für deine Zeit, Paula und Flo, die im Hintergrund im Chat mitgewirkt haben. Und kann nur alle Teilnehmer, die sich in Berlin befinden, herzlich einladen, heute um 19 Uhr noch bei uns im Office vorbeizuschauen. Wir haben eine kleine Networking-Veranstaltung. Also falls ihr in Berlin seid, kommt gerne noch vorbei, auch ganz spontan. Das Wetter zieht sich nämlich gerade zu, sonst wird man sich heute nicht mehr können. Dann kann man auch gerne uns besuchen im Office. Genau, und bedanke mich bei euch mit dem Abschluss heute dieses Webinars unseres ersten Spendesk Live Events in Deutschland. Teilt uns gerne auch euer Feedback mit, auch wenn ihr bei den anderen Webinaren teilgenommen habt und wünsche euch allen noch einen wunderschönen Nachmittag. Vielen Dank.